Hallo und herzlich willkommen in meinem Hexenhain. Deine Tageskarte findest du unten in der Videobeschreibung. Hallo, Karte Nummer 1. Für dich habe ich die Einhornkarten gewählt. Und was haben wir denn hier? Dance, der Tanz. Okay, was steht denn hier? Kriege ich es irgendwie scharf? So, bewege deinen Körper zur Musik. Tanze mit dem Rhythmus des Lebens. Manifestiere deine Träume durch Tanzen. Und das Gefühl, das ich sofort aufschnappe, ist, dass du vielleicht in letzter Zeit ein bisschen verkrampft warst und dass Tanzen dir helfen könnte, wieder locker zu werden, sozusagen. Vielleicht warst du wegen irgendeiner Sache sehr angespannt und manchmal schleichen sich diese Anspannungen so ein. Die Frage ist, wann hast du das letzte Mal getanzt? Einfach nur 15 oder 30 Minuten lang Musik auf den Ohren und dann durch die Bude getanzt. Meine Erfahrung ist, dass es einem hinterher richtig gut geht, der Körper liebt es und vielleicht möchtest du das heute mal machen. Einfach mal eine Runde dancen. Und was ich auch sofort aufschnappe ist Oshos dynamische Meditation. Falls du auf der Suche bist nach irgendwie einer neuen Sache, einer neuen Technik, dann willst du vielleicht mal bei Oshos dynamischer Meditation nachgucken. Super feine Sache. Ist jetzt nicht direkt tanzen, aber ist den Körper sehr in Bewegung bringen und hinterher in Meditation gehen. Taketina fällt mir auch noch ein. Vielleicht kennst du ja auch schon beides. Und das ist dann nur ein Reminder. Hey, das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Vielleicht habe ich ja mal wieder Lust darauf. Jedenfalls den Körper mal in Bewegung bringen. Und ich sage nicht, du warst vorher träge oder nicht sportlich oder so. Es geht auch nicht darum, unbedingt den Körper zu bewegen. Es geht darum, den Körper auf eine tänzerische Weise zu bewegen. Mal so ein bisschen crazy zu werden. Sich halt locker zu machen. Und dann kommt man oft so ins Jetzt und so, die Sinne werden so enorm geschärft und man nimmt Dinge dann viel lockerer. Denk dran, das ist hier eine allgemeine Nachricht, wenn es resoniert, lass rein, wenn nicht, lass sein. Vielleicht bist du ja auch schon jeden Tag am Tanzen. Ich habe aber den Eindruck, dann hättest du diese Karte hier nicht so gefunden oder die Karte hätte dich hier nicht gefunden. Das ist einfach ein Hinweis, hey, tanz doch mal wieder. Was auch die ganze Zeit aufploppt in meinem Geist, ist das Wort Abundance, Überfluss. Da steckt das Wort Dance drin. Das heißt, vielleicht warst du in letzter Zeit ein bisschen verkrampft, wenn es um Geld ging oder wenn es um irgendwelche Wünsche ging, die einfach sich nicht erfüllen wollten. Und manchmal merkt man echt gar nicht, wie man immer krampfiger wird rund um irgendein Thema. Und da kann so ein bisschen Tanz echt helfen. So einfach mal eine Runde sich vom Thema weglösen, rauszoomen, einfach seine Lieblingsmusik sich anhören und eine Runde tanzen. Eine Runde das Tanzbein schwingen kann echt helfen. Und wenn es natürlich ein schlimmeres Problem ist in deinem Leben, dann würde ich jetzt Tanzen davon auch nicht befreien. Aber irgendwo muss man ja ansetzen, um locker zu werden. Und oftmals ist der Geist dann ein bisschen freier, um Lösungen zu finden. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht unterstellen, dein Leben ist voller Probleme oder voller Anspannungen. Nur einfach jetzt, wenn du merkst, oh ja, Tanzen könnte ja echt mal was sein. Mal eine Runde einfach wieder. Und wenn es nur 15 Minuten sind, ja. Ich habe danach immer den Kopf frei und mir geht es danach richtig gut. Mein Körper liebt es. Tanz einfach mal eine Runde. Wie gesagt, Oshos dynamische Meditation ist vielleicht was, was du dir mal angucken willst. Und oder Taketina. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwelche Links finde, die ich dir in die Beschreibung packen kann, wo du einfach mal nachgucken kannst. Oh, was ich auch gerade noch bekomme, ist TRE. Falls du das noch nicht kennst, Trauma Release Exercise. Das ist überhaupt nicht Tanzen, aber es hat was mit körperlichen Übungen zu tun. Und hinterher, wenn, vor allem mit beinlastigen Übungen. Und hinterher, wenn die Beinmuskulatur ein bisschen ermüdet wurde, dann legt man sich hin und stellt die Beine sozusagen auf. Ich pack dir mal ein Video rein. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil Trauma Release Exercise hat mir mal sehr geholfen, nach meiner dunklen Nacht der Seele. Weil wenn man das regelmäßig macht, das ist wirklich abgefahren. Und die Theorie dahinter ist, dass man Traumata
in seinen Zellen und in seinen Muskeln speichert. Und Trauma Release Exercise ist, wie gesagt, überhaupt kein Tanzen, aber es fällt mir dazu ein gerade. Und vielleicht ist es ja was für dich. Jedenfalls bei Trauma Release Exercise geht es darum, dass man dem Körper die Gelegenheit gibt, diese Traumata rauszuschütteln, sozusagen. Aber man macht es nicht wirklich selber, sondern man macht spezielle Übungen, die sehr beinlastig sind, sodass die Beinmuskulatur ermüdet ist. Und dann legt man sich auf den Rücken, stellt die Beine auf und dann fangen die Beine so an zu zittern. Und der Körper, wenn man das zulässt, fängt dann an, sich zu schütteln. Und dabei kommen allerlei Emotionen hoch. Und wenn man das regelmäßig macht, dann ist das einfach Teil von Psychohygiene. Denn man sammelt ständig kleine Traumata auf oder man hat einfach Gefühle, die man nicht fühlen möchte und man stopft die irgendwo hin. Und ja, so kann man die quasi rausschütteln. Also entweder du tanzt einfach heute oder du möchtest vielleicht mal orchisch-dynamische Meditation ausprobieren, die sehr freaky werden kann. Oder Taketina. Das ist wirklich super cool. Oder Trauma Release Exercise. Ich werde dir für die drei Sachen mal Links in die Videobeschreibung packen. Okay, das ist deine Nachricht für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch mal einen Daumen da. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat. Und wenn du jetzt denkst, dann abonniere doch einfach den Kanal. Okay, Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wo auch immer ihr gerade seid. Ich wünsche euch noch eine richtig gute Zeit. Bye! Hallo, Karte Nummer 2. Mal gucken, was haben wir denn für dich heute? Oh, und wir haben Schutz. Protection. Und was hier abgebildet ist, ist das Symbol der alten Eiche. Und das Symbol der Eiche ist eins der vielfältigsten, heißt es. Einerseits steht sie für Schutz und dann aber auch für deine Ahnen. Das heißt, vielleicht will dich jemand grüßen, der schon auf die andere Seite gegangen ist, deine Oma oder jemand anders. Und dann steht die Eiche aber auch für Weisheit und für Wurzeln, die sehr tief gehen. Das heißt, mein Gefühl ist, dass du eine sehr alte, weise Seele bist, dass du hier schon viele Leben verbracht hast, dass das hier nicht dein erster Durchgang ist auf der Welt. Und was die Symbolik der Eiche auch noch sagt, ist, dass du eine Führungspersönlichkeit bist. Das heißt, Leute wenden sich gern an dich, um Rat zu suchen. Oder vielleicht hast du dich in letzter Zeit öfter gefragt oder schon immer in deinem Leben, warum kommen Leute ständig und erzählen mir ihre ganzen Negativsachen, ihre ganzen, warum heulen sich Leute ständig bei mir aus? Das liegt daran, dass du anscheinend jemand bist, der so wirkt für andere, als würde er es aushalten können. Denn das Leid anderer Menschen muss man auch erstmal halten können und aushalten können und du wirkst so für andere. Vielleicht bist du auch jemand, den man ständig auf der Straße anspricht, wenn irgendwer nach dem Weg fragt, dann bist du vielleicht die Person, die gefragt wird. Oder wildfremde Menschen erzählen dir plötzlich ihre Lebensgeschichte. Das liegt einfach daran, dass du so aussiehst oder so wirkst. Deine Aura wirkt einfach so, als wärst du stark, als könntest du das ertragen. Und was ich auch gerade raushöre, ist, wenn du es nicht ertragen kannst, dann setz ruhig Grenzen. Sag ruhig, das ist mir jetzt wirklich zu viel. Und was ich hier auch noch aufschnappe, ist, dass du wissen sollst, dass du beschützt bist. Also wenn du dich in letzter Zeit sehr ungeschützt gefühlt hast, dann sagen deine Geist, nein, du wirst beschützt, es ist alles in Ordnung. Vielleicht gibt es irgendetwas, wegen dem du dir Sorgen machst, dann sagt dir die Karte, du wirst beschützt. Manchmal sehen Dinge gruseliger aus, als sie sind. Okay, das sind deine Nachrichten für heute. Man will dir sagen, du bist beschützt. Man will dir sagen, du bist echt jemand, der auf andere sehr stark wirkt. Der eine Führungspersönlichkeit ist und der eine gewisse Weisheit ausstrahlt für Menschen. Und wenn du in letzter Zeit das Gefühl hattest, oh, ich knick bald ein, ich habe keine Kraft mehr, dann soll dir das symbolisieren, du hast so viel mehr Stärke, da ist noch so viel mehr. Du bleibst stehen, sozusagen. Deine Wurzeln reichen tief und du bist stark und vor allem bist du beschützt. Okay, das war deine Nachricht für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch mal einen Daumen da. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, und wenn du jetzt denkst, dann abonniere doch einfach den Kanal. Okay, Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wo auch immer ihr gerade seid. Ich wünsche euch noch eine richtig gute Zeit. Bye!
Hallo, Karte Nummer 3. Für dich habe ich das schamanische Seelenorakel gewählt. Und die Nachrichten beim schamanischen Seelenorakel gehen immer recht deep. Die Karten sind auch so unmöglich zu mischen. Das sind wunderschöne Karten, aber man reißt sich echt halb die Hände daran auf. Nur, dass du weißt, ja, dass ich hier die extra Meile für dich gehe. Und da haben wir den Regenmacher. Das ist eine echt deep Karte. Also, der Regenmacher, die Essenz. Als Meister der Manifestation kann der Regenmacher die Naturelemente dazu bewegen, dem höheren Wohl zu dienen. Wird die Kraft des Mitgestaltens rechtschaffen genutzt, entsteht viel Schönheit und Wohltuendes, das allen zugutekommt. Dient sie hingegen allein egoistischen Zielen, hat jeder darunter zu leiden. Wenn die Erde verdorrt, ruft der Regenmacher das Wasser des Himmels an. Und alles, was in der Erde oder den Herzen der Menschen schlummert, wird wieder lebendig. Die Einladung. Der Regenmacher will dich dazu anregen, aus Elementen, die in deinem Leben bereits vorhanden sind, etwas Neues zu erschaffen. Achte aber darauf, dass du wirklich nur mit Faktoren arbeitest, die schon existieren und nicht mit solchen, die eintreten könnten oder hätten eintreten sollen. Die Saaten, die in deinem Herzen still vor sich hingekeimt sind, werden plötzlich hervorbrechen, um im Sonnenlicht heranzureifen. Halt dich nicht zurück. Wenn der göttliche Würfel wieder rollt, solltest du alles gesetzt haben. Also Upcycling ist angesagt. Was ich aber hier raushöre ist, du willst vielleicht etwas machen und sagst dir die ganze Zeit, ich habe aber gar nicht das passende Equipment dafür. Und was dir die Karte sagen will ist, doch das hast du. Du hast schon alles da, du hast vielleicht einfach nur Angst. Zum Beispiel, du willst ein Buch schreiben und du willst schon länger ein Buch schreiben und du sagst dir, ja, aber ich habe nicht das richtige Wissen, ich muss erst noch mehr Bücher lesen und ich muss erst noch bla bla bla. Du hast schon das Equipment, du hast den Rechner schon da oder einen Stift und Zettel wirst du ja auftreiben können. Du hast alles, was du brauchst. Jetzt fang einfach an. Du hast halt Angst zu scheitern vor aller Augen oder vielleicht hast du Angst, zu schnell zu Ruhm und Reichtum zu kommen. Du hast einfach Ängste, die sind ganz normal. Irgendwie haben wir die, denke ich, alle. Oder du willst einen YouTube-Kanal aufmachen, aber du sagst dir, ja, ich habe ja das ganze Equipment noch nicht. Ich brauche erst eine richtig gute Kamera, ich brauche erst dieses und jenes. In Wahrheit hast du schon alles da. Du kannst jetzt schon anfangen. Ich sage nicht, dass du jetzt sofort Videos hochladen sollst, aber du hast ja wohl ein Handy. Du kannst dich jetzt schon aufnehmen, du kannst jetzt schon Dinge starten. Und wie gesagt, du sollst es halt vielleicht nicht hochladen, wenn es immer noch nicht deinen Ansprüchen gerecht wird. Aber du kannst jetzt schon anfangen. Du kannst ja dann hochladen. Vielleicht gefällt es dir ja sogar und du lädst es jetzt schon hoch. Total viele Leute fangen klein an. Ich meine, was macht denn dieser Channel hier? Und das ist jedenfalls, was ich höre. Oder du willst Twitch-Streamer werden und du denkst dir, ja, aber mein Mikrofon ist noch nicht gut. Leute wollen guten Ton. Vielleicht hast du noch nicht mal einen Follower. Also fang da einfach an, ja. Und das gute Mikrofon holst du dir dann einfach später. Was ich einfach raushöre, ist, du hast die Dinge schon da. Die Dinge für deine Sache. Ich will dir jetzt nicht überhelfen, dass du YouTuber oder Twitch-Streamer werden sollst, aber die Karte sagt für mich in dem Moment, du willst etwas tun und du hast die Ressourcen schon da. Und vielleicht noch nicht für dein letztendliches Ziel oder so, wie es mal werden soll, aber du kannst jetzt schon anfangen. Du kannst jetzt schon anfangen und die Sachen kommen dann unterwegs. Das ist es. Ich kannte mal jemanden, der wollte ein YouTuber werden und der hat sich ein Jahr lang das ganze Equipment zusammengekauft und eine bessere Kamera musste es dann sein und eine noch bessere Kamera und es ist alles, das ganze Equipment ist alles immer noch nicht gut genug und nach einem Jahr war der YouTube-Channel immer noch nicht gestartet und ich meinte, was ist denn da los? Und er meinte, eigentlich habe ich voll Angst. Ich traue mich irgendwie nicht. Ich traue mich nicht, vor die Kamera zu treten. Und das ist ja auch schon mal was. Ich meine, sich das einzugestehen ist auch schon mal was. Und dadurch trittst du auf jeden Fall Dinge los. Und manchmal sagt man sich, auch wenn ich dann das Geld habe für dieses und jenes, dann mache ich dieses und jenes. Aber man hält sich diesen Zustand des Geldhabens die ganze Zeit von sich fern, weil man im Grunde genommen Angst hat. Weil man Angst hat, diese Sache zu machen. Aber das kann man sich nicht eingestehen. Also bleibt man lieber auf seiner Armutssituation sitzen und sagt, naja, wenn ich dann Geld habe und mir Equipment kaufen kann für irgendwas. Aber du kannst jetzt schon anfangen. Du hast die Ressourcen da in irgendeiner Form. Und auch wenn es noch nicht so ist, wie du es gerne hättest, zum Anfang reicht es auf jeden Fall. Das ist, was ich höre. Für was auch immer du machen willst. Also lass dich nicht in die Falle locken von wegen, ah ja, wenn eines Tages am Sankt-Nimmerleins-Tag das Geld da ist, dann kann ich diese und jene Sache machen. Und diesen Ängsten kann man sich nur stellen, die kann man ja auch nur herausfinden, indem man schon mal einfach anfängt. Dann kann man wissen, oh ja, eigentlich habe ich Schiss. Eigentlich habe ich nur Schiss.
Und es das heißt nicht, dass sobald du angefangen hast, kommt das Equipment gleich. Ich kann ein Lied von singen. Das Equipment kommt nicht einfach gleich angeflogen, aber naja, wenigstens kannst du dir Zeit vertreiben, bis es dann da ist. Okay, das ist deine Nachricht. Tu es einfach. Und wenn du gar nichts vorhattest, wie irgendwas, was Equipment erfordert, dann würde man dir sagen, hey, bastel doch heute irgendwas. Eine Kette aus Nudeln oder. Bist wahnsinnig. Oder keine Ahnung. Der Regenmacher will dir sagen, nutze heute mal deine Ressourcen, die da sind um dich rum. Für was auch immer. Okay, das war deine Nachricht für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch mal einen Daumen da. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, und wenn du jetzt denkst, dann abonniere doch einfach den Kanal. Okay, Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wo auch immer ihr gerade seid. Ich wünsche euch noch eine richtig gute Zeit. Bye!